Leute, ich muss euch was sagen. Shellshock Live wird mir zu langweilig. Ich besiege einfach jeden. Aber da gibt es doch jemanden. Jemanden, der mich bisher immer besiegt hat. Und den ich noch nie schlagen konnte. Den Endboss. Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Shellshock Live. Das war mal ein bisschen anderer Anfang und ich denke, ihr wisst jetzt alle, worum es hier geht. Es geht heute um die Singleplayer-Levels, weil das wurde mir sehr oft vorgeschlagen. Das Problem ist nur, dass ich ein bisschen viele davon erledigt habe. Außer die letzte, der Final Boss. Und ich denke mir, in der heutigen Folge kann ich es schaffen, ihn zu besiegen, weil ich habe es wirklich schon sehr oft versucht. Aber wie gesagt, ich denke, heute schaffe ich es, dank eurer Hilfe. Also, wenn ihr wollt, dass ich es schaffe, dann gebt alle dem Video einen Daumen nach oben. Okay, ich würde sagen, wir trainieren zuerst ein bisschen. Okay, lassen wir das. Da 2000 Leben! Okay Leute, es gibt hier eine Strategie, wie man das machen kann, und zwar indem man sich nur auf den Endboss hier konzentriert und die anderen beiden einfach ignoriert, weil offenbar machen die sich selbst eh kaputt. Also versuchen wir das mal. Diese Doppel-Damage, ich mag sie. Okay, schaffen wir das. Kriege ich das hin? Ja! Auf ihn! Oh, viel zu weit. Ich habe versagt. Leute, das war's mit dieser Folge Shellshock. Ende. Wow. Nice Schuss, Boss. Du sollst der Endboss sein. Ist es dein Ernst? Oh, scheiße. Ich komme da nicht hoch. Ich habe Tracking nicht geskillt. Ich habe extra Glück geskillt, damit ich OP-Waffen bekomme. Aber nicht, dass ich mich nicht bewegen kann. Chicken Wings. No, 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 no. Hä? Die sind an einem Ort. Der Boss hat sich teleportiert. Oh, wartet nur, was ich für euch habe. Später. Ich habe nichts für euch. Ich habe keine guten Waffen. Okay, Leute. Die beiden Minions sind jetzt weg. Und er hat 1900 Leben und ich habe 800 Leben. Ich glaube, mathematisch macht das nicht so viel Sinn. Aber egal, ich versuch's. Es ist meine Pflicht, gegen ihn zu kämpfen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Also es wird das Letzte sein, was ich tue, weil nachher gehe ich pennen. Oh nein, ich habe verloren, ich bin raus. Nicht diese Waffe. Au, 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 au. Er hat sich selber sogar getroffen, der Idiot. Schön zu sehen, dass es jemanden gibt, der genauso dumm ist wie ich. Ich spiele dir das Lied vom Tod. Dieses Lied macht nur 18 Schaden, aber es ist trotzdem gut. Neue Waffen, neue Waffen. Ja gut, Bullfrog ist jetzt nicht so schlecht, aber ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Bullenfrösche. Nice, alle Frösche haben getroffen. Was macht er? Er setzt ein Schild ein. Du hast dreimal so viel Leben wie ich und setzt ein Schild ein. Gut, weißt du, was ich mache? So, und jetzt? Was willst du machen? Wie hast du dir das jetzt vorgestellt? Bist du dumm? Du setzt diese Waffe ein? Denkst du wirklich, das trifft mich? Hä? Ich habe die härtere Schale. Und wie dumm ist das bitte, dass der Endboss ein Schild benutzt? Wie lächerlich ist das? Und er hat so viel Leben und er hat noch zwei Helfer. Ah, nicht mal getroffen. Ah, wisst ihr, wenn er nicht so unglaublich viel Leben hätte, wäre er überhaupt kein Gegner für mich. Was? Schon wieder ein Schild? Willst du mich verarschen? Wie viel hat denn der? Und ich habe keins mehr natürlich. Muss ich mir die Dinger kaufen, damit ich die... Oh Gott, ich habe das große Feuerwerk. Ich muss die Chance nutzen. Hat jetzt gar nicht mal so viel Schaden gemacht. Oh, guckt mal, Doofix macht Schaden. Jetzt muss ich wieder ein Schild aktivieren. Oh, ich bin ja so eine Pussy. Aber weißt du was? Den Trick habe ich durchschaut. Bam! 10 Schaden. Was willst du jetzt tun? Und er trifft mich hier halt wirklich nicht. Kann es sein, dass er einfach zu blöd ist, um zu checken, wie er genau schießen muss? Kann es sein, dass dieses Spiel mich hasst? Ah, verdammt. Das wird jetzt genau auf ihn gehen. Bye, have a great time. Ja. Es wäre wirklich fast auf ihn gegangen. Oh, scheiße. Ja, Leute, das war's. Ich bin tot. Ich werde es nicht überleben. Au. Ich habe fast kein Leben mehr. Ich brauche eine Notlösung. Teleport. Schön. Okay, ich setze jetzt die Sniper ein.
Vielleicht meine letzte Chance, dieses Spiel tatsächlich zu gewinnen. Nein! Wie viel Leben hatte er noch? 658. Ah, das tut weh. Round 2. Fight! Oh, Baby, was für ein Trickshot! Okay, Boss. Jetzt sind es wieder du und ich. Und diesmal hast du nicht so viel mehr Leben. Du wirst mich treffen? Oh, du hast aber Portale. Teleport! Na, bringt mir nichts. Obwohl, jetzt kommt der Trickshot. Guckt. Ich weiß, dass es klappen wird. Diese Waffe ist so komisch. Aber ich weiß, dass sie mich nicht enttäuschen wird. Oh! Nun ja. Ah, er benutzt ein Schild. Ich habe mich schon gefragt, wann er das machen wird. Hallo, was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Haha. Oh, was habe ich? Oh Gott, das könnte jetzt so geil werden. Ich bin gespannt. Haltet euch fest. Oh, ja, das war nicht schlecht. Bye, have a great time. Stein, enttäuscht mich doch nicht so. Tada. Oh, geiler Teleport. Oh, geiler Schuss. Du Idiot, Alter. Wie viel Schaden er sich jetzt gemacht hat. Ey, ich schaffe das. Ich glaube an mich, ich schaffe das. Später. Jetzt hat er nur noch OP-Waffen, oder? Jetzt hat er einfach nur noch OP-Waffen die ganze Zeit. Hey, ich hasse dieses Spiel. Jetzt setzt er diese Waffe ein. Bitte triff dich selbst. Double Damage und triff dich selbst, bitte. Bitte. Triff dich doch selbst. Triff dich selbst. Oh Gott. Okay, weißt du was? Du nervst. Und zwar richtig. Deswegen wirst du jetzt beerdigt. Oh ja, wie gefällt dir das? Oh, du machst 5 Schaden. Oh, wie süß. Das hast du nicht gesehen. Okay, Leute, ich benutze jetzt einen Supply Drop. Komm, gib mir was Gutes. Wenn das trifft. Ja, zum Glück hat er ein bisschen schlechtere Waffen jetzt. Aber Alter, wie intensiv das ist. Er hier mit fast 500 Leben, ich hier mit 300 Leben. Wir sind so knapp aneinander dran. Komm schon, Doppeldamage. Ja, gut. Die treffen sowieso. Das ist das Geile an dieser Waffe. Ein paar Sekunden später. Genau getroffen. Oh, was macht... Oh nein. Kannst du bitte sterben? Du denkst, du kannst mich besiegen? Abonniere mich lieber, du Diva. Leute, das ist so spannend. Er hat ein Schild. Er hat ein verdammtes Schild. Was soll ich tun? Ich kann nichts machen, oder? Höchstens vielleicht eine Säge, hilf vielleicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll jetzt. Scheiße, Mann. Dieser Wichser, wenn er jetzt deswegen gewinnt. Wenn er deswegen gewinnt, dann zeige ich den Entwickler dieses Spiels an. Oh, jetzt. Jetzt werde ich das Vergnügen haben. Du kannst nicht mehr entkommen. Warum hat er noch so viel Leben? Warum habe ich nur noch so wenig Leben? Dann halt jetzt! Jetzt wirst du ins Gras beißen, Endboss! Du hast 2 Leben. Es ist mir egal, dann wirst du eben diesmal sterben. Und zwar mit einem Angry Bird. Oh mein Gott! Oh. Alter, ich kann's nicht glauben.
Satellite? Was ist das für eine Waffe? Oh mein Gott. Leute. Das ist ein emotionaler Moment. Ich hätte es ohne euch nicht geschafft. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es kann nur ein Wunder sein, dass jetzt bei der Aufnahme, dass es mir gelingt, den Endboss zu besiegen. Ich hoffe, euch hat dieser epische Kampf gefallen. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Es war sehr emotional. Am Anfang habe ich das Spiel geliebt, dann fand ich es irgendwie scheiße und jetzt liebe ich es wieder. Falls ihr mehr Shellshock sehen wollt, dann gebt doch diesem Video einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video, wo ich hoffentlich die Nuke testen kann. Wenn ich sie bis dahin freigeschaltet habe, dauert ja noch ein bisschen, aber ich denke, das schaffe ich auch noch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!